Die Rennen zum oberösterreichischen Motocross Cup werden Ihnen präsentiert von Helten Motorshop GmbH in Gunskirchen, www.auna-ooe.at. Blue Magic Community, Chat, Kleinanzeigen, Webradio, Veranstaltungen, Gewinnspiele und vieles mehr. www.blue-magic.org. Grande Finale des Oberösterreichischen Motocross Cups 2012. In der motorsportbegeisterten Gemeinde Julbach im Mühlviertel steigt Renntag Nummer 9 in dieser größten Motocross-Hobby-Serie Österreichs. Wobei das Wort Hobby nicht wirklich ins Schwarze trifft. Eine top organisierte Serie, von der sich viele andere Veranstalter einiges abschauen könnten. Allein in Sachen Marketing wird professionellst gearbeitet. Presseberichte sofort nach dem Rennen, bei 6 von 9 Renntagen das Wels im TV-Team vor Ort und auch Programmhefte und Jahresbroschüre sind spitze. Und wenn das Umfeld passt, dann sind auch Sponsoren und vor allen Dingen Weltklasse-Motocrosser gerne mit an Bord. Wir haben heuer in Lest dabei gehabt, in Martin Mischek aus der Tschechei. Der ist Dritter in der MX3-Weltmeisterschaft geworden heuer, hat heuer 5 Läufe in der MX3-WM gewonnen, wo wir dann als, Gott sei Dank als Abschluss einen österreichischen Weltmeister gehabt haben. Es ist der heurige Jugendstaatsmeister, der Lukas Brammer dabei. Es ist der Leitner Lukas, Honor-Cup-Sieger, der Breinfeld-Patrick als Honor-Cup-Gesamtsieger. Es ist der Brammer Michi als Juniorenstaatsmeister. Es sind halt jede Menge Fahrer dabei, die in Österreich sehr gutes Niveau haben. 2012 war halt eine absolute Rekordsaison, ob das die Gesamtstarterzahl anbelangt mit über 550, ob das bei den Einzelrennen war mit 280 Starter, was wir noch nie annähernd gehabt haben, was von den Kämpfen, vom Niveau von den Fahrern anbelangt, es war einfach eine wahnsinnige Saison, was sie da bis jetzt angespielt hat. Dazu kommt ein mega Zuschauerinteresse. Motorsport zum Angreifen zieht die Fans an die Rennstrecken. Alleine in Julbach sind es über 2000. Gesamt sicher weit mehr als 10.000. Die logische Folge daraus, die Streckenanbieter für 2013 stehen beim Mr. Oberösterreich Cup auf der Matte. Wir haben wieder 8 bis 9 Veranstaltungen, die wir durchführen werden. Wie gesagt, verteilt sind zwar größtenteils die gleichen Veranstalter, 1, 2 neue dabei, weil es sind Sachen auch wie Käfermarkt, der Jahr passieren, die wir die super Veranstaltung gemacht haben heuer. Aber es kommt Herzogsdorf wieder dazu, die alle 2 Jahre veranstalten, abwechselnd mit Autocross-Staatsmeisterschaft und Motocross. Also es läuft schon wieder perfekt für die kommende Saison. Die Geschichte Oberösterreich Cup ist natürlich in Julbach sehr verwurzelt. Wir haben ja schon, das läuft ja schon einige Jahre, gibt es ja das schon. Wir haben heuer haben wir das erste Mal zum letzten Mal eigentlich in der Saison dran. Nächstes Jahr wäre es ja wieder geplant, dass wir wieder die Ersten sind. Das soll ja im Frühjahr wieder losgehen, im April schon bei uns da. Zurück zum großen Finale in Julbach. Und da heißt es in einigen der 7 Klassen schon vor den Läufen 17 und 18, and the winner is... So in der Klasse Hobby MX2. Manuel Schneeberger vom MSC Kollerschlag hat den Titel schon länger in der Tasche. Ja, das ist ein super Ergebnis eigentlich. Ich habe auch viel trainiert und ich bin ziemlich zufrieden und nächstes Jahr möchte ich die MX2 angreifen. Da. In der Hobby MX1 verbringt Alexander Eder in Julbach einen ruhigen Sonntagnachmittag. Auch der Pilot des ET Salensbach darf sich oberösterreichischer Motocross Cup Gesamtsieger 2012 nennen. Es fällt mir ein großer Stein vom Herzen, weil das war mal zuheuer und das habe ich geschafft. Das passt. Auch in der Hobby MX Open ist die Spannung schon heraus. Georg Hammerl vom MSC Feistenau Team Wernecker ist sein schärfster Rivale abhanden gekommen. Ja, freut mich auch wieder wahnsinnig, dass ich ihn heuer verteidigen habe können. Weil die Konkurrenz war ziemlich stark. Sie haben es zwar jetzt Ende Saison ein bisschen leichter gemacht, weil der Christoph hat sich halt verletzt, der Hannes Engleder hat sich mal verletzt. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen leichter, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich es geschafft habe. Bei den Youngsters ist bei den 85ern Dietmar Begerl vom HSV Wels 2012 eine Klasse für sich.
Auch er fixiert seinen Titel schon vor den Finalläufen. Also das ist für mich ein sehr großer Titel, weil das ist das erste Jahr, wo ich wirklich beim Oberösterreich Cup aktiv war und das in Wien. Spannung gibt es hier im Kampf um den Kronprinzenplatz. Dieses Match läuft zwischen Martin Kobler vom HSV Ried und Armin Orlinger vom Racing Team Emmet Meyer. Dieses Duell wird schon in der ersten Kurve des ersten Rennens zugunsten von Orlinger entschieden. Denn Kobler kommt zu Sturz und bringt seine Maschine lange nicht zum Laufen. Ich bin eigentlich gut vom Start weggekommen und dann in der Kurve war es ein wenig rutschig und da ist mir das Vorderrad weggerutscht und bin ich mit ein paar beieinander gelegen und ja, dann ist es nicht gleich wieder angesprungen. Bin ich leser vom Start weggegangen, aber ich habe mich wieder super vier gekämpft. Ja, für mich ist das ein super Abschluss für das Jahr und ja, das ist meine letzte 85er-Saison und das war ein super Abschluss für mich. Dass die Youngsters noch einen gewaltigen Lernprozess vor sich haben, zeigt ihnen der österreichische Jugendstaatsmeister und seit letzter Woche auch tschechische Jugendvizemeister Lukas Luki Prammer. Er gewinnt in Julbach beide Läufe und überrundet dabei, außer den Zweitplatzierten, alle seine Konkurrenten. Da der junge, sauschnelle Mann aber nur an 5 Renntagen anwesend sein konnte, hat er in der Gesamtwertung natürlich keine Chance auf den Titel. Das sind die 4 Klassen, in denen die Champs 2012 Julbach zu einem Sonntagsausflug nutzen konnten. In 3 Klassen herrscht vor den Finalläufen Hochspannung. So bei den Allerjüngsten, den Kids in der 65er-Klasse. Tom Schilcher vom HSV Wels liegt nur 7 Punkte vor seinem Vereinskollegen Paul Neuhofer. Und nach Lauf 1 in Julbach das Unfassbare. Die beiden sind punktegleich. Nichts für schwache Nerven. Mich hat sehr gefreut, wenn ich gewinnt habe. Und ja, es steht halt schon ein großer Pokal der Hand an. Und genau diese Nerven spielen Paul Neuhofer in der letzten Kurve der allerletzten Runde den sprichwörtlichen Streich. Der Forchdorfer rutscht aus, muss Schilcher ziehen lassen. Endstand. Erster Tom Schilcher, 346 Punkte. Zweiter Paul Neuhofer, 344 Points. Ich werde nächstes Jahr umsteigen auf 85er und da schauen, dass ich wieder Oberösterreich Cup fahre. Na, passt schon. Von den Nachwuchskracks jetzt zu den grauen Panthern. 12 Punkte hat sich der HSV Wels Team Heldenpilot Helmut Deller am Vorsprung auf dem pfeilschnellen Bayern Peter Paul Geishauser in den 16 bisherigen Rennen der Old Boys herausgefahren. Und siehe da, auch Alter schützt nicht vor Nervenflattern. Im ersten Lauf überschlagen sich die Ereignisse. Zuerst fliegt der Peter Paul und dann auch der gute Helmut. Ja, ich hätte einen ganz guten Start gehabt, war Zweiter. Ganz hinten auf der Strecke bin ich am ersten ziemlich in der Spur nahe gefahren. Jetzt hat es mir zig direkt ziemlich zugeschlagen und habe hinten beim 180-Grad-Wender Spur nicht getroffen und bin zusammengefallen. Wie ich es gesehen habe, dass er gelegen ist, war eigentlich optimal für mich. Dabei habe ich mich dann selber niedergelegt in den übernächsten Kurven. Und wie gesagt, das geht so schnell bei so einem Bohnen und einem kleinen Fehler. Und gut ist er der Vorsprung, aber sicher ist er leider nicht. Deller erhöht in Lauf 1 aber seinen Gesamtvorsprung, fährt in Hit 2 ein taktisches Rennen und sichert sich den so gewünschten Titel. Ganz stark fährt 2012 bei den Old Boys der Mr. Oberösterreich Cup. Trotz Doppelbelastung, Organisation und Fahren springt Ernst Helten auf Platz 3 der Gesamtwertung. Auch wenn er manchmal lieber schiebt, anstatt zu fahren. Und am 7. Renntag in Taufkirchen den Sturz des Jahres fabriziert. Damit sind wir bei der schnellsten, bei der prestigeträchtigsten Klasse der MX2 gelandet. Lukas Leitner vom HSV Wels Team Helten führt nur 8 Punkte vor dem 14-jährigen österreichischen Motocross-Ausnahmetalent Alexander Panzirsch vom MSC Käfermarkt. Leitner erwischt im ersten Lauf einen Traumstart, liegt hinter dem Topmann Michi Prammer, dem österreichischen Staatsmeister, der dann in Julbach beide Läufe überlegen gewinnt, aber nur 4 Renntage im Cup bestritten hat, auf Platz 2. In Runde 5 nervelt der Leader und fliegt. Panzirsch vorbei, aber Lukas rettet noch 4 Punkte Vorsprung in der Gesamtwertung ins Ziel. Luke hat jetzt wegen einem Botzer rumgemacht und ich habe da als Zweiter ins Ziel fahren können, haben wieder wichtige Punkte gewinnen.
zweiten Lauf wird sehr spannend. Ich bin am Anfang nicht richtig reingekommen, habe den Start ein bisschen vergeigt. Und aber im zweiten Lauf werde ich nochmal schauen, dass ich nochmal das Beste draus mache, dass sich der erste Platz noch ausgeht. Damit ist klar, der 14-Jährige muss im allerletzten Rennen der Saison mindestens 3 Plätze vor Leitner liegen. Denn dass Brammer gewinnen wird, ist anzunehmen. Und nur zwischen ersten und zweiten gibt es 3 Punkte Unterschied. Danach sind es jeweils 2. Und Leitner hat mehr Rennsiege als Panzirsch am Konto. Am Ende liegt Alex Panzirsch hinter Brammer auf Platz 2, Leitner auf Platz 3. Luki Leitner holt sich mit nur 2 Punkten Vorsprung den heiß begehrten Titel. Das ist sicher wieder ein großer Schritt in meiner Karriere. Oberösterreich Cup, ich freue mich, wenn ich mich da in die Geschichte eintragen darf. Keine Randbemerkung, sondern ganz toll. Auch die Damen spielen in dieser Topklasse eine ausgezeichnete Rolle. Martina Kahr holt sich 31 Punkte und landet damit punktgenau auf Platz 30. Und auch Martina Fellinger erobert in dieser starken Männerwelt 22 Points. Gratulation, meine Damen. Damit ist jetzt wieder etwas Zeit, den Puls auf Normaltempo runterzubringen. Am 10. November wird es in Gunskirchen feierlich, sicher auch gemütlich. Die große Siegerehrung steht im Gasthof Gruber am Programm. Spaß, so ist machen das Ganze wieder. Wir hoffen, dass wieder die Leute wieder wie üblich ihre Pokale abholen. Ein gemütliches Zusammensitzen. Ich hoffe nur auf einige Sponsoren, weil ich hätte so schöne Pokale im Auge. Nur da brauche ich nur einiges an Geld, weil es ein bisschen mehr kosten, als die, was wir bis jetzt gehabt haben. Ja, natürlich wieder Magazin, so das, wie es letztes Jahr gegeben hat. Nur Jahr 2012 und ein paar Änderungen sind gemacht worden. Die Motocross-Freunde werden sich ganz sicher auch 3 Wochen später in Taufkirchen gut unterhalten. Der HSV Wels feiert heuriges Jahr 40 Jahre Motocross-Sport und zudem gibt es am 30. November in Taufkirchen im Veranstaltungszentrum ein Riesenfest, zu dem wir alle Motocross-Freunde einladen. Gesprächsstoff gibt es bei beiden Veranstaltungen sicher genug. Entweder über die Top-Saison 2012 oder über die kommende. Auch wir freuen uns darauf und sagen auf Wiedersehen beim Oberösterreichischen Motocross Cup 2013. Ach ja, das Beste zum Schluss. Alle 6 gefilmten Renntage mit allen Höhepunkten und Tiefschlägen gibt es ab sofort auf einer DVD um nur 20 Euro. Einfach eine E-Mail an fernsehen@cabletrains.at mit Namen und Adresse. Die DVDs werden in Gunskirchen persönlich übergeben oder man kann sie dann bei Susi und Ernst Helten im Auner Helden Motorshop abholen. We'll be right back.